Hallo und herzlich willkommen im Wald. Es ist jetzt endlich spät genug geworden, dass man hier vernünftig einigermaßen wieder draußen sein kann. Das war ja furchtbar mit der Hitze heute. Das ist ja immer noch viel zu warm, aber gut. Wollte kurz darauf eingehen. Ich habe da so einen Kommentar bekommen, der mich nachdenklich macht. Und dazu wollte ich zwei Dinge sagen. Nämlich, erstens, ja, ich gebe zu, dass das ziemlich unrealistisch ist, dass man in Deutschland in irgendeine Situation kommt, in der man Pfeilgift für die Jagd auf Tiere in irgendeiner Weise gebrauchen kann. Ist sehr unrealistisch. Selbst wenn in Deutschland plötzlich alle anderen tot sind und man selbst nicht, dann gibt es noch genug Konservendosen. Wenn nach einem längeren Verfall der Zivilisation plötzlich alle anderen tot sind und man selbst nicht oder man noch mit einer Gruppe Überlebenden bei uns im Wald hockt und natürlich völliger Schwachsinn, aber nehmen wir das mal an, dann hat man es bestimmt geschafft, aus den Überresten der Zivilisation irgendwelche entweder guten Pfeil und Bogen oder sonstige Schusswaffen zu retten und braucht auch wieder kein Pfeilgift. Wenn man in irgendeiner Form irgendwo auf einer einsamen Insel strandet, dann wächst da eh kein Fingerhut. Wenn man in irgendwelcher Form in irgendeinem Gebirge Sibirien oder Alaska verloren geht, da wächst auch kein Fingerhut. Von daher, da gäbe es übrigens noch nicht mal Holz, aus dem man einen Bogen bauen könnte. Ja, ich gebe zu, das braucht man nicht. Aber vielleicht wird es für den einen oder anderen hobbymäßig, und damit sind wir bei Punkt 2, interessant sein. Weil, vielleicht mal kurz zur Erläuterung, was für ein Survival-Szenario, der Begriff ist euch doch bestimmt allen ein Begriff, toller Satz, ist denn eigentlich das, was ich als realistisch betrachte, worauf bereite ich mich vor? Und wenn wir mal ehrlich sind, wir, die wir Bushcraft oder eben Survival oder irgendein Zurück zur Natur betreiben, wir haben doch alle irgendwo im Hinterkopf so ein bisschen irgendeine Idee, dass vielleicht irgendwann mal irgendwas passieren könnte mit Menschheit, Zivilisation, Natur, Welt oder sonst was, das dazu führt, dass wir irgendwann mal unsere Überleben ohne alles bis hin zu, also sagen wir mal, Überleben mit ganz, ganz wenig grundlegender Ausstattung, Fähigkeiten bis hin zu eben ohne alles, dass wir diese Fähigkeiten doch mal irgendwann möglicherweise gebrauchen könnten. Davon gehen wir doch alle so ein kleines bisschen aus. Ich hoffe, wir wissen auch alle, dass das doch immer noch recht unwahrscheinlich ist. Gerade eben, wenn man eben im Schlaraffenland Deutschland wohnt, verglichen mit Thüringen zum Beispiel, Schlaraffenland definitiv, verglichen mit vielen, vielen, vielen anderen Ländern auf diesem Planeten ist es natürlich definitiv auch ein Schlaraffenland. Deshalb so ein Szenario in Deutschland besonders unrealistisch, aber gerade eben jetzt in der arabischen Welt, mittlerweile muss man ja fast sagen die komplette arabische Welt, da ist das halt eben nicht so unrealistisch und die leben ja ohnehin alle auf einem viel weniger zivilisierten Niveau, näher an den natürlichen Grundlagen, näher am Säugetier Homo sapiens, das ja mal irgendwann früher auch in der Lage war, ohne, keine Ahnung, Smartphone, überlebensfähig zu sein. Daher, irgendwo haben wir das doch alle so ein bisschen im Kopf. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Ideen, verschiedene Szenarien, die da passieren können, wo wir dann unsere Survival-Leben mit der Natur-Skills verwenden könnten. Aber ja, gut, über den Realismus der einzelnen Dinge möchte ich jetzt so viel sagen, dass eine Zombie-Apokalypse wahrscheinlich auszuschließen ist. Auch der Atomkrieg macht überhaupt keinen Sinn. Kein Mensch wird diesen Knopf drücken, weil dann sind sie ja eh alle am Arsch. Deshalb, das halte ich auch für unrealistisch. Da dürft ihr gerne anderer Meinung sein, das in die Kommentare schreiben, wobei so allgemeine Politik ja eigentlich nicht Thema dieses Kanals ist. Was ich aber halt durchaus für mich persönlich jetzt so als mein Szenario ansehe, zu 70% Spaß, zu 30% Ernst, ist halt irgendwie so ein tatsächlicher Zusammenbruch des Wirtschaftssystems, des Systems, wie wir es jetzt haben, auf dem unsere Gesellschaft basiert, auf ständigem Wachstum auf einem Planet mit begrenzten Ressourcen. Dass das irgendwann völlig in die Brüche geht, plus schlimme Umweltkatastrophen durch schlimmer werdenden Klimawandel. Und das ist jetzt was, wo ich dann quasi in der Lage sein möchte,
in was auch immer für einer Situation dann entstehen mag, und ich gehe nicht davon aus, dass es irgendwie zu Krieg oder sonst was kommt, bisher hat die Erfahrung gezeigt, immer wenn wir irgendwelche Umweltkatastrophen hatten, zumindest hier in Deutschland, hat jeder jedem geholfen. Da gab es keine Plünderer, da gab es keine Massenschlachten, da gab es keine rivalisierenden Banden, die dann auf irgendwelchen aufgemotzten Motorrädern durchs Ödland heizen und alles erschießen, was nicht bei drei auf den nicht mehr vorhandenen Bäumen ist. Da gab es nur Solidarität. Daher gehe ich nicht davon aus, dass ich irgendwelche Schusswaffen oder Ähnliches brauchen werde. Ein paar Messer habe ich mehr aus Spaß und der Freude als aus Gründen der Verteidigung. Und ja, aber ich glaube schon, dass es vielleicht mal sein kann, dass man irgendwo Schwierigkeiten hat, an Nahrung zu kommen. Und für so einen Zweck möchte ich in der Lage sein, nur autark bis ganz, ganz nahezu autark aus unserer deutschen Natur leben zu können. Und da der Acker, wenn er nicht richtig bestellt wird, dafür irgendwie schlecht geeignet ist, bietet sich es meiner Meinung nach dann doch an, wenn man weiß, wie man im Wald klarkommt, zumal das unsere Vorfahren vor 10.000 Jahren auch wunderbar hinbekommen haben und daraus dann irgendwann so eine Zivilisation, wie wir sie jetzt haben, ja schließlich entstanden ist. Das heißt, irgendwie muss das auch heute noch möglich sein, und dieses Wissen möchte ich gerne anhäufen und die Option, so zu leben, möchte ich gerne haben. Sei das, weil ich irgendwann mal beschließe, dass mir die Zivilisation auf den Sack geht, die es dann noch gibt, und ich tatsächlich aber trotzdem einfach in den Wald auswandere, weil ich keine Lust mehr habe. Das sehe ich jetzt auch noch nicht als sehr realistisch an, aber bin ja kein Prophet, wer weiß, was da noch kommen mag. Aber oder halt eben, weil es einfach notwendig ist, weil irgendwas Schlimmes passiert ist. Nach wie vor, ich möchte jetzt nicht behaupten, das sei realistisch. Ich möchte auch nicht behaupten, das ist unrealistisch. Das muss eigentlich irgendwo jeder selber wissen. Wirkliche Prognosen gibt es dazu nicht. Eine wissenschaftliche Meinung kann ich dazu auch nicht äußern. Demzufolge lasse ich das jetzt einfach so im Raum stehen und will das Video damit auch beenden. Ich wollte euch einfach nur mal meine Meinung zu eben dem Thema Survival-Szenarios sagen. Der hobbymäßige Umgang mit irgendwelchen abstrakten Szenarien finde ich extrem lustig und macht mir auch Spaß. Und so gesehen, solange das als Hobby betrieben wird, finde ich das alles richtig ulkig. Und hab da auch einen Mordspaß dran. Und gebe ja, wie gesagt, nochmal zu, ja, das mit dem Pfeilgift, das ist halt eher mehr so als Hobby als als praktischer Hinweis zu verstehen. Nobody is perfect, ne? In dem Sinne wünsche ich euch dann jetzt einen schönen Abend, und dann sehen wir uns nächste Woche oder in einem anderen Video, in einem älteren dann entsprechend wieder. Also, macht's gut.